Hallo, ich bin Christiane Klöpzig und bin Gold- und Silberschmiedemeisterin. Ich hatte 5 Jahre mein Geschäft in Nürnberg und habe jetzt im November das Geschäft in Leuna eröffnet, weil das meine Heimatstadt ist und ich wieder zurückkommen wollte. Heute habe ich die Chance, einen kleinen Einblick in meine Arbeit zu geben, weil das ist der Ladenraum, aber der eigentlich wichtige Raum ist im hinteren Bereich, nämlich meine Werkstatt. Und ich freue mich, dass ich Sie heute mitnehmen darf. Das ist mein Arbeitsplatz. Hier entstehen viele schöne Schmuckstücke. Hier mache ich Reparaturen für meine Kunden, Umarbeitung und Neuanfertigung. Heute habe ich ein kleines Projekt vorbereitet, und zwar ein paar Ohrstecker. Dafür habe ich hier ein Stück Silber vorbereitet, was jetzt erstmal weich geglüht werden muss. Dafür habe ich hier meine Lötpistole und die Gasflasche. Zum Glühen nimmt man eher eine weiche Flamme. Das nennt sich Aushauwerkzeug. Damit kann ich jetzt, je nachdem welche Größe ich brauche, mir kleine Platten aus dem Silberblech aushauen. Ich erkläre meinen Kunden gerne, dass das wie eine Art Locher ist. Nicht erschrecken, jetzt wird es laut. Man muss jetzt hier schon immer sehr festhalten, damit das Blech zwischen den beiden Stahlplatten nicht springt, weil wir sonst Abdrücke auf unserem Plättchen haben. Lege ich jetzt in diese Vertiefung, habe dann den Kugel Bunsen und vorsichtig wegfeilen. Durchs Löten entsteht immer diese Oxidschicht, die wir jetzt natürlich runterkriegen müssen, und dafür legen wir es in die Beize. Diese Oxidschichten vom Silber löst. Jetzt werden die Ohrstecker poliert. Das ist die Poliermaschine, das ist die Polierpaste und das ist der sogenannte Schwabbel. Das ist hier mein Lieblingsschwabbel, das ist ja schon sehr abgenutzt, aber funktioniert. Kann ich hier den Motor starten, dann dreht sich das. Ich mache etwas Polierpaste dran und halte dann die Ohrstecker immer wieder an dieses Rädchen. Ich muss die Hände haben, sie bleibt nicht auf. Wichtig ist es immer, dass der Stift gut poliert ist, damit es keine Verletzung am Ohr gibt. Eben entweder diese Flächen auch polieren oder, wie wir es jetzt machen, einfach matt. Und da habe ich diese Glasfaserbürste. Jetzt kommt die Ohrmutter, das ist der Verschluss der Ohrstecker hinten dran. Dann haben wir hier ein paar Silberohrstecker.